Mein Name ist Maurice Täter. Ich bin gerade Auszubildende in der generalisierten Pflege und ich habe heute einen Vortrag oder mehrere Vorträge im Namen von Ärzte ohne Grenzen für die Organisation gehalten. Ich fand es wichtig und auch richtig, einen Schüler, der ehrenamtliches Engagement zeigt, in den Vordergrund zu stellen. Und ich denke, wenn Schüler Vorträge für Schüler halten, bleibt der inhaltliche Aspekt wesentlich näher am Geschehen. In erster Linie war es eine Informationsveranstaltung, aber auch gleichzeitig ein Spendenaufruf. Die Organisation finanziert sich nur über Spenden, demnach war das auch meine Intention, die Organisation eben durch diesen Spendenaufruf zu unterstützen und gleichzeitig auch die Auszubildenden anzusprechen mit pflegerischen Inhalten, wie zum Beispiel dem praktischen Infusionsmanagement oder auch Wundmanagement, den wir durchgeführt haben. Solche Inhalte sind auf jeden Fall immer viel spannender als Unterricht, weil es einfach Abwechslung ist, weil es was Neues ist. Und das habe ich auch im Feedback dankbarerweise gemerkt. Und ich finde auch die Kombination mit dem Praktischen ist perfekt, weil man einfach Anschaulichkeit erzeugt. Mit Ärzte ohne Grenzen stehe ich schon jahrelang in Kontakt und in letzter Zeit eben immer mehr, da ich mich weiterbilden möchte bei Ärzte ohne Grenzen, zum Beispiel zum Fundraiser. Und dementsprechend dachte ich, aufgrund meiner Affinität zur medizinischen Notfallhilfe und eben auch zu deren Verfügbarkeit, dass ich mich eben dort auch im Namen eines ehrenamtlichen Botschafters weiter engagieren könnte, was zum Glück auch geklappt hat. Also ich war von der Resonanz der Mitschüler extremst überwältigt, muss ich sagen. Hätte ich nicht erwartet, dass vor allem beim ersten Vortrag so viel Lebendigkeit mit involviert war. Und eben auch von wirklich jedem so ein gutes Feedback kam, dass auch sowas öfters gewünscht wird. Der Vortrag hat mir einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Ich wusste davor noch gar nichts darüber. Und jetzt, wo ich das mehr gesehen habe, ich fand das sehr interessant. Ich verdanke beispielsweise der medizinischen Nothilfe mein Leben und stehe jetzt auch nur hier, weil ich in einem Land lebe wie Deutschland, in dem eben die Strukturen gut ausgebaut sind und die medizinische Nothilfe auch gut verfügbar vorhanden ist. In anderen Ländern leiden Menschen darunter, wenn diese Strukturen nicht gegeben sind. Und MSF trifft dabei den Nagel eben perfekt auf den Kopf, da eben Ärzte ohne Grenzen, MSF ist der gleiche Name, eben diese Strukturen versucht aufzubauen und eben medizinische Nothilfe leistet, wenn Not am Mann ist, um eben Fehlerlosigkeit oder Fahrlässigkeiten zu kompensieren. Und deswegen ist es mir eben eine Herzensangelegenheit, so eine tolle Organisation zu unterstützen und eben andere Menschen auch zu motivieren und auch eigenes Handeln zu reflektieren. Wir freuen uns, das Zentrum für Pflegeberufe hier mit Räumlichkeiten unterstützen zu können, damit der Vortrag Ärzte ohne Grenzen stattfinden kann. Ich freue mich auch, dass Schüler von uns den Vortrag mithören können, denn ich glaube, es ist wirklich gut, ein bisschen den Blick über den Tellerrand zu wagen und auch zu gucken, wie es in anderen Ländern ausschaut, finde ich gerade in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig.